Ich bin Anita Farke und spreche die Exoder blog News. Israel ruft Reservisten zur Luftabwehr ein und verstärkt Verteidigung gegen möglichen iranischen Angriff. Israel: Reservisten zur Stärkung der Luftverteidigung einberufen. Israel: Reservisten zur Stärkung der Luftverteidigung einberufen. In einer kürzlich veröffentlichten Aussendung gab das israelische Verteidigungsministerium bekannt, dass sie Reservisten zur Stärkung der Luftverteidigung einberufen haben. Dieser Schritt wurde inmitten anhaltender regionaler Spannungen unternommen, die eine erhöhte militärische Präsenz in der Luft notwendig machen. Quelle Reuters, April 24. Während die genaue Anzahl der eingezogenen Reservisten nicht offiziell bekannt gegeben wurde, berichten lokale Medien von Tausenden. Quelle Jerusalem Post, Abendswanz. Das Verteidigungsministerium gab an, dass die Reservisten vor allem verschiedene luftverteidigungsrelevante Funktionen ausfüllen werden, darunter die Bedienung von Luftabwehrsystemen und die Durchführung von Sicherheitsprüfungen. Quelle Haaretz, 3. April 24. Die Entscheidung zur Einberufung der Reservisten kommt in einer Zeit, in der Israel seine militärische Präsenz in der Region aufrechterhält und möglicherweise verstärkt. Um auf jede potenzielle Bedrohung reagieren zu können. Insbesondere die fortgesetzten Aktivitäten des Iran in der Region sind eine Quelle von Sorge für Israel. Quelle Al Jazeera 3. ab 24. Experten sehen dieses Manöver als ein Zeichen dafür, dass Israel die Möglichkeit einer Eskalation in Betracht zieht und entsprechende Vorkehrungen trifft. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt und welche Auswirkungen die Einberufung von Reservisten auf die gesamte regionale Dynamik haben wird. Quelle BBC News, 3. April 24. Von Anita Farke, Donnerstag, 4. April 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.